Hallo zu dieser Übungsaufgabe aus der Serie so ähnlich im Abi gesehen. Und zwar ist es eine Aufgabe aus dem Gebiet der Stochastik, die so ähnlich im Abi des Landes Bayern 2019 im hilfsmittelfreien Teil dran kam. Worum geht's? Die Zufallsgröße Groß X kann ausschließlich die Werte 3, 7, 10 und 12 annehmen. Und dann weiß man, dass die Wahrscheinlichkeit p für x gleich 7 0,4 beträgt und p für x gleich 12 0,3 beträgt. Und außerdem weiß man, dass der Erwartungswert unserer Zufallsgröße 8 ist. Und jetzt sollen wir mit diesen Angaben die Wahrscheinlichkeiten für p von x gleich 3 und p von x gleich 10 bestimmen. Nun beginnen wir davor. Erstmal ist es vielleicht hilfreich, diese Angabe hier über die Wahrscheinlichkeitsverteilung in eine Tabelle einzutragen. Dazu tragen wir die Werte, die unsere Zufallsgröße x annehmen kann, hier oben ein. Das sind 3, 7, 10 und 12. Und hier unten tragen wir die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten ein für Groß x gleich k. K sind jetzt unsere Einzelwerte. Und p von x gleich 7 ist bekannt, das ist 0,4. Und p von x gleich 12 ist 0,3. Was wir nicht wissen, ist p von x gleich 3 und p von x gleich 10. Deswegen nennen wir die erstmal a und b. Um a und b jetzt zu bestimmen, brauchen wir also weitere Informationen. Und wir wissen noch, dass der Erwartungswert 8 ist. Jetzt hatten wir ja gelernt, dass der Erwartungswert das gewichtete arithmetische Mittel über alle Werte unserer Zufallsgröße ist. Dabei ist jeweils der Wichtungsfaktor die zugehörige Wahrscheinlichkeit, mit der jeweilige Wert der Zufallsgröße realisiert wird. Übersetzt heißt das also, der Erwartungswert ist gleich die Wahrscheinlichkeit a als Wichtungsfaktor mal der Wert der zugehörigen Zufallsgröße, also hier 3, plus die Wahrscheinlichkeit 0,4 mal der Wert unserer Zufallsgröße, hier 7, plus die Wahrscheinlichkeit b mal die Zufallsgröße 10 plus die Wahrscheinlichkeit 0,3 mal der zugehörige Wert der Zufallsgröße 12. Und wir haben in der Aufgabenstellung stehen, dass dieser Erwartungswert gleich 8 sein soll. Gut, hier können wir ein bisschen zusammenfassen. Hier steht a mal 3, also 3a plus 0,4 mal 7 sind 2,8 plus 10b plus 3,6 gleich 8. Jetzt sind 2,8 plus 3,6 6,4, die noch auf dieser Seite stehen. Und wenn wir auf beiden Seiten 6,4 subtrahieren, dann erhalten wir eine Gleichung 3a plus 10b gleich 1,6. Das ist ja jetzt eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Wir können also nicht direkt nach a oder b auflösen. Aber es gibt hier noch eine weitere Information, die wir verwerten können. Wir wissen doch, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit 1 sein muss. Der Wert 0,4 und 0,3 ergeben sich zu 0,7. Also wissen wir doch, dass a plus b plus 0,7 die Gesamtwahrscheinlichkeit 1 ergibt, woraus ja folgt, dass a und b in der Summe 0,3 sein muss. Jetzt haben wir zwei Informationen über den Zusammenhang zwischen a und b, die gleichzeitig erfüllt sein müssen. Also einmal diese Gleichung hier und diese Gleichung. Und damit haben wir also ein lineares Gleichungssystem vorliegen, was wir jetzt lösen müssen, um a und b zu bestimmen. Natürlich kannst du jetzt verschiedene Methoden anwenden. Ich mache es jetzt mit dem Gauß-Verfahren und ich ersetze die zweite Zeile durch eine neue Zeile, indem ich die erste Zeile minus das Dreifache der zweiten Zeile rechne, weil dadurch erhalte ich hier eine 0. Und wenn wir das machen, erhalten wir hier die 0, wie gesagt, und hier 7b gleich 1,6 minus 3 mal 0,3. Das ist ja 1,6 minus 0,9 und das ist dann 0,7. Hier können wir direkt b bestimmen, indem wir durch 7 teilen und dann ist b gleich 0,1.
Das kann man zum Beispiel in Römisch 2 einsetzen. Dann steht da a plus 0,1 gleich 0,3. Und daraus folgt, dass a gleich 0,2 ist. Somit haben wir also die fehlenden Wahrscheinlichkeiten ermittelt. P für x gleich 3 ist 0,2 und p für x gleich 10 ist 0,1. So, bevor du das Video verlässt, gib dem Video doch bitte noch einen Daumen hoch, wenn es dir geholfen hat. Abonniere meinen Kanal und klick auf die Glocke, damit du auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Und wenn es dir geholfen hat, dann empfehle mich doch bitte weiter bei deinen Mitschülern und Freunden. Damit würdest du mir sehr helfen. Auch nehme ich immer gerne Feedback, Videowünsche und Anregungen auf. Immer rein damit in die Kommentare. Und besuche mich doch auch auf Instagram und Co., den Social Media Seiten von Mathehoch13. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß und Erfolg weiterhin beim Lernen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.